Da sind wir wieder zurück. Wir müssen uns den Weg hier durchschlagen, laut Quest. Wir müssen einen Weg zur nächsten... Was war das? Zu irgendeinem Forest oder so, ne? The Way Forward. Genau. The Emperor's Road. Ja. Und werden wir hoffentlich finden. Ja. Ist die nächste Quest, die uns dieses Spiel Path of Exile aufträgt. Mal schauen. Ich war auf jeden Fall bei der letzten Folge mit relativ wenig Weisheitsrollen da ausgestattet. Das heißt, da muss ich viel mehr schauen, dass ich ein bisschen zu neuen komme und nicht weggesammelt bekomme. Danke. Was? Ich fühle mich unschuldig. Ja. Solche dicke, klobische Sachen will ich nicht, dann nehme ich lieber kleineres. Hier, Cloves und sowas. Ne, Graves, egal. Best. So. Du bist schon wieder weg. Ich schätze mal, du bist nach Norden mehr oder weniger. Also, ja. Ja. Oh ja, oh ja. Ja, 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 ich seh's. Ach, gucke. So selten sind sie jetzt ja doch nicht. Too much clutter. Ach, ich hab schon wieder zu viel Schrott. Njam, 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 njam. Saber und... Mach du ruhig schon mal weiter, ich räume hier was auf. Lass dir da mal was für dich liegen. Ich bin ja ein netter Mensch. Das ist so toll. Es ist so schön, wenn man mit so lieben Menschen hier immer zusammenspielen kann. Ein Spiel des Friedens. Gar nicht zu schätzen. Also mit den Fallen bin ich noch nicht so ganz einverstanden. Too much clutter. Ich mach mir ein Knife kannst du aufheben? Doch, hier, wow. Ja. Ja, ich denke, der Vorrat an Rollen, der wird doch auch relativ zeitig wieder aufgefüllt sein. Ja. Aber irgendwas macht hier... Echt Schaden? Nö, keinen. Also irgendwie kriege ich immer Schaden. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe irgendwo Blitzschaden versteckt in meinen Skills. Oder in meinen Items eventuell. Oh! Oh! Hilfe! Hilfe! Too much clutter. Ui. Ah, gelbe Klauen, das ist doch was für mich. Ich krieg immer noch Schaden. Irgendwas zieht mir hier permanent Leben ab. Das ist echt richtig evil. Ich muss ja jetzt unbedingt gucken. Wo ich eventuell irgendwas falsch gemacht habe. Wirft hier vielleicht irgendwas Feuerschaden zurück oder so? Das. Oh ne, dann würde ich sofort am Boden liegen. Boah, das ist echt heftig. Also ich habe jetzt gerade, wo wir da standen und das Vieh eigentlich erledigt war, habe ich immer noch Schaden bekommen. Giften die ein? Gibt es eventuell so einen Status oder sowas? Oder?
Komm, blaue. Und schon wieder so ein gelber. Too much clutter. Longstaff. Muss ich mir mal kurz anschauen. Wo sind denn meine... Oh, was hier war? Ey, au. I've not the muscle for that. Also, kann ich nicht ausrüsten. Er hat sich ja voll gelohnt, den anzuschauen. Ich leg den hier hin. Egal. So, Spirit Shield nehmen wir mit und dieses Sachen nehmen wir mit. Dann lieber zwei von den Items. Und ja, weiter geht's. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes sind wir Offroad. Denn eigentlich sagt das Quest, wir sollen dieser Straße folgen. Wir wollten ja nur mal gucken, was daneben alles kommt. Warum kann ich die nicht nehmen? So. Ja, das Aber dass jetzt solche viele Wege noch gern abführen, hätte ich nicht gedacht. Wir haben uns nur gerade wieder irgendwie verloren. Du bist oben lang gegangen. Okay. Seh dich. Yay. Also an Gegnern mangelt es hier nicht. Oh nein. Ah, hier ist schon wieder so ein Boss, mehr oder weniger. Too much clutter. Chain Belt. Okay, den will ich mir doch mal anschauen. Ah, ich muss mal gucken. Ich habe ja jetzt noch neue Claws. Die haben auch wieder dünnen Sockel. Das ist doch gut. Lightning Resistance, ja, das brauche ich. Durchaus in Ordnung. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir mal ganz kurz hier eine Shopping-Pause einlegen könnten. Ja. Dann würde ich nämlich hier mal diese ganzen weißen Sachen verkaufen. Ich mach mal ein Portal auf. Dann verkaufen wir den Kram gerade mal und dann habe ich vielleicht mal wieder ein paar Rollen mehr von diesen Wisdom-Zeugs. Das wäre schon praktisch. Jo, Greetings. Tagline. Dann schauen wir mal. Bin gespannt, wie viel das jetzt gibt. Also pro Item nur eins. Naja, wir sollten nichts mehr. Jo. Das eine heben wir mal auf, den einen Stab von uns, den wir vorher verwendet hatten. Das Shield ist auch nicht besser als das, was wir haben. Sachen verkaufen wir. Unidentifiziert. Alles weg. So, was kriege ich? Zwei Scrolls of Wisdom gibt es summa summarum. Ist doch okay. Ach, hier die Boots habe ich vergessen. Ring. Gibt es noch mal eine Scroll of Wisdom insgesamt? Den Ring auch. Accept. Fertig. Dann haben wir doch wieder ein bisschen mehr. Das sind jetzt wieder 7 Rollen. Nicht die Welt, aber immerhin. So, ich gehe nochmal schnell an die Truhe. Ja, muss ich still auch gleich, alive, are we? Während ich hier noch was verkaufe, was ich übersehen habe, so kurz an die Truhe abladen und dann machen wir auch direkt weiter, keine Zeit verlieren. Genau. Ich bin schon durch das Portal durchgegangen. Ja, dann gehe ich durch.
Dann laufen wir weiter. You're regenerating life and mana. Das macht hier der... okay, jetzt habe ich wieder das Zeug aufgenommen. Naja, gut. Schauen wir mal. Also das Hüpfen von den Viechern, das ist schon echt stressig. Da kann man auch keine Fallen platzieren. Oh ja, sind blaue. Man kann die Fallen halt höchstens direkt vor sich platzieren. Ne? Das wird das Beste sein. Ja. Was ich dann leben ist ein bisschen... Na ja, gut, regeneriert. Von getrunken. Bleib stehen, feiges. Aber es ist insgesamt ein sehr zackiges Spiel. Ja, es ist... viel Movement, die Gegner sind schnell, wir laufen relativ schnell. Das stimmt, die sind echt... Achso, das war dieser ewig große Stab, den nehme ich jetzt nicht mit. Hier unten ist noch... Das nehme ich auch nicht mit. Ich glaube, wir haben alles entdeckt. Alles entdeckt? Ja, wo geht's dann weiter? Ja, auf der Straße. Wo ist denn die Straße? Ja, Herr Koya. Ich möchte eine Straße. Du bist so schnell. So langsam. Wie, was, ich lauf mal dumm. Da unten ist eine Straße? Alter, da wo wir herkamen. Wo führst du mich denn jetzt hin? Achso, dieses weiße eingezeichnete da. Ja, diese Emperor's Road. Die soll ja laut Quest lang gehen bis zu diesem Wald. Ja. Aber da rechts war es so schön. Ja, aber da gut, war also ja das, mehr. Das hier als Straße zu bezeichnen ist. Ja. So, was ist denn hier für ein weißes Kreuz? Find your own way and land, Exile. Hä? Find another way. Okay, also hier hat sie uns irgendwie was. Die hat jetzt gerade dicht gemacht. Ja, ja, jetzt lass mich raten. Jetzt lass mich raten, jetzt müssen wir da wieder zurück, wo wir herkamen. Befürchtest. Ja. Wir sind schon echt beides sehr gute Reiseführer. Ja, auf jeden Fall. Dumm, die dumm, die dumm. Das hätte eigentlich die blöde Kuh aber auch mal früher sagen können. Ja, schon. Wir hätten einfach dem Weg folgen sollen, bis das dann passiert. Manchmal soll man auch einfach machen, was einem das Spiel sagt, ne? Ach, das ist viel zu langweilig. Oh, da kam was raus. Sekunde. Das war ein Skill. Und zwar... Incinerate. Launches torrent of fire from your hand. The longer you... Das war vorhin schon zur Auswahl gestanden. Da habe ich es nicht genommen. Und jetzt kann ich es nicht nehmen, mangels Slots. Ein Jammer, und mach doch nicht immer deine Maus kaputt, bitte. Und kaputt. Ich glaube, ich kaufe dir mal eine neue. Wir legen mal zusammen und kaufen dem Matze mal eine neue Maus. Aber wenn du die dann auch so schlägst, dann wundert es mich nicht, dass die nicht funktioniert. Du stehst da so ein bisschen dumm rum. Ja, ich habe auf dich gewartet und in der Zwischenzeit mein Level up. Ja, das habe ich auch noch zu vergeben. Ja, hat sich gemacht. Die große Frage, wo wir da wohl jetzt hinkommen, wenn wir hier unten... Na, das sieht doch nach dem Weg aus. Da wir jetzt in komplett andere Himmelsrichtung laufen, glaube ich, die Straße hätte sowieso nie zu dem Wald geführt. Irgendwie schon komisch, ne? Ja.
aber der Wald ist bestimmt groß. Der hat auch mehr als einen Eingang, ja. Oh, da ist was Größeres. War was Größeres. So. Hast aber langsam wieder genug Weisheitsrollen, ja. Ich weiß nicht, müssten jetzt um die 10 sein, schätze ich. Ja, dann hast du ja schon wieder viel mehr als ich. Also man kommt aber dran. Ja. Also wie gesagt, ganz zur Not muss man halt einfach im Anfangsgebiet mal ein paar Gegner kloppen und diese ganzen weißen Items nehmen und dann hat man ja auch relativ schnell mal 5 Stück wieder beisammen oder so. Ja. Ist alles kein Beinbruch. Fürs Let's Play natürlich wäre das unspannend, insofern haben wir das jetzt so auch halbwegs vernünftig gelöst. Und hier geht's weiter. Ja, ich prügel mich gerade noch. Hier ist der Durchgang. Wo bist du denn? Gibt's da noch was Wichtiges? Nö, ne? Nein, lohnt nicht zurückzukommen. Gut, gut. Dann gehen wir da jetzt mal durch. In The Ship's Graveyard. Das klingt jetzt noch nicht nach Wald. Nein? The Ship Graveyard, also klingt eher nach Strand. Was es auch ist. Also, oh ja, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber in den Ladebildschirmen stehen immer irgendwelche nützlichen Tipps drin. Ja, ja, hier und da schon, ja. Dummerweise sind die Ladebildschirme so kurz, dass ich es noch nicht geschafft habe, einen zu lesen. Ja, doch, hier und da habe ich auch was lesen können, aber es war noch nicht viel. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir hier, es wäre eigentlich mal wieder an der Zeit. Ja. Aber wir den erstmal weg, den Onkel. Too much clutter. Alter Schwede, der hat ja ganz schön was fallen lassen. Jo. Man hat gar nicht gesehen, dass er so viel Zeug mit sich rumschleppt. Ja. Der ist effizient beladen gewesen, auf jeden Fall. Claw, Crude Bow. Ja. Die Claw nehme ich noch. Eben. Was ist denn das? Das sind. Ist hier sonst irgendwas Carved Wand? Das ist. Oh, das ist was für mich. Okay, das, da muss ich dann doch mal eine Rolle verschwenden. Spell Damage, Stun Duration. Oh. Was haben wir denn da? Physical Damage, Critical Strike Chance 8%, 8%. Attacks per Second 1.1. 1.5, also der ist schneller hier. Hm. Also toll ist es nicht. Gut, wir werden schauen, was da rauskommt. Ich brauche von dem Klumpel jetzt hier nichts. Oh ja. Mhm. Noch ein interessanter Ring. Ja. Weiß nicht, ob du den auch interessant findest. Dann, aber ich will ihn euch zumindest mal zeigen. Ja, zeig her. Kann ich nicht anhandeln? So. Ja, aber wie mache ich das denn? Rechtsklick auf das Symbol oben von unserer Gruppenanzeige. Ah, okay. Dann zeig mal her den schönen Ring. Okay. Insgesamt nicht uninteressant. Okay. Ja, ich fürchte fast, den brauchst du, gell? Den willst du haben, hä? Den Ring würde ich nehmen, ja, natürlich. Ja gut, das Ding ist auch nicht schlecht, aber jetzt sind so gerade der Helm. Brauchst du nicht? Nee. Dann setze ich mir den auf. Was, mit Intelligenz und so? Oh nee, Ich hab dir doch schon tausendmal bessere gezeigt gehabt, obwohl der Armor recht groß ist, ne? Ja, eben. Ja. Gut, also, was machen wir denn mit dem Ring, Koja? Ich habe noch so einen Krückenring im Angebot. Es würde also Sinn machen, den noch zu tauschen bei mir. Ah ja, dann mach das. Ist doch in Ordnung. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal noch schnell weiter. Ja, ich muss nur noch gucken, ob ich meine Klauen schnell wechsle. Oh, das lässt sich so schnell nicht entscheiden. Das mache ich dann offscreen. Ja, wir sollten jetzt schauen, dass wir einen Wegpunkt finden. Ja.
Und dann mal zurück in die Stadt gehen. Und dann können wir nämlich auch wieder ein Folgenpäuschen einlegen. Okay, hier unten geht es definitiv nicht weiter. Eigentlich müsste es hier schon einen Wegpunkt geben. Also das war jetzt echt lang nicht mehr richtig. Doch, gerade vorne am Anfang der Straße war eine. Ach, stimmt, ne? Aber da kommt auch einer. Hier ist also einer, sehr schön. Und dann machen wir uns zurück in die Stadt. Wir werden ein paar Sachen verkaufen und dann hier an dieser Stelle weitermachen bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Tschüss.